Hallo ihr Lieben, hier ist die nordische Sprotte aus einem entfernten Winkel auf meinem Hof. Ja, das Wetter ist so schön. Ich dachte, ich gehe mal raus und laufe mal ein bisschen rum. Außerdem habe ich eine neue Kamera und das musste ich jetzt mal ausprobieren. Ja, die Woche ging ganz gut. Ich wiege jetzt 77 Kilo. Und ich war am Donnerstag ja bei meinem Arzt, weil ich auch, ja, die Blutwerte sollten ja mal überprüft werden und ich war ja auch mal so kaputt und so schlapp. Ich habe ja nun auch auf ketogene Ernährung umgestellt, also wirklich ganz wenig Kohlenhydrate, viel Fett, viel Eiweiß, was mir auch eigentlich ganz gut bekam, bis auf einmal dann diese Erschöpfung gekommen ist. Mein Arzt sagte dann gleich, ja komm, Mädel, iss mal mehr Eiweiß. Und dann schrieb auch Carola Schröder, bei der ich den Kurs gebucht habe, unter eines meiner Videos, Mensch, du hast doch auch einen Support mitgebucht mit dem Kurs. Das heißt, ich hätte sie anrufen können, ich kann ihr eine Mail schreiben. Hatte ich völlig vergessen. Habe ich dann auch gemacht. Ich habe eine sehr ausführliche Antwort von ihr erhalten. Und sie sagte auch, diese Ernährungsumstellung ist eigentlich ein bisschen kurz gedacht, wenn man da gleichzeitig eine Diät macht. Man sollte das vielleicht lieber separat voneinander machen, weil das doch eine ziemliche Umstellung ist. Sprich, ich esse eigentlich zu wenig Fett und ich esse zu wenig Eiweiß. Ich habe mir jetzt noch mal ein paar Module von ihr angeguckt und habe das dann auch festgestellt, dass es wirklich so ist. Also Module von dem Kurs, die sie aufgenommen hat für einen. Ja, also ich muss wirklich mehr essen. So, ich werde meine Diät trotzdem weitermachen, weil es halt gerade so gut läuft. Und werde dann mal sehen, dass ich ein bisschen mehr esse, also mehr Fett und Eiweiß. Abnehmen werde ich wahrscheinlich trotzdem, weil ich habe jetzt einfach angefangen und ich möchte zumindest erstmal zügig bis 70 Kilo kommen, weil ich habe nachher hier so viele Bauprojekte auf dem Hof und die Kilo müssen einfach runter, das ist für den Körper zu anstrengend. Dann kann ich, wenn ich 70 wiege, kann ich wieder einen Tick mehr essen und dann langsam weiter abnehmen. Und dann mal gucken, wo ich lande. Ja, also das ist eigentlich auch so das Hauptding bei mir. Ich werde jetzt einfach mal aufstehen. Ich hoffe nicht, dass ich gleich auf der Nase liege. Ja, das war es dann eigentlich auch schon. Was ich noch machen möchte, ist wieder mal so ein Fibro-Spezial. Das sind doch so ein paar Sachen, die mir da auf der Seele brennen. Was ich auch halt privat erlebe. Und ja, das muss man dann auch einfach mal so loswerden. Ja, ihr Lieben, dann wünsche ich euch alles Gute. Bleibt gesund. Wie gesagt, hinterlasst gerne ein Like, ein Abo, ein Kommentar, was auch immer. Freue ich mich drüber. Und ja, wir sehen uns dann nächsten Sonntag. Bis dann. Genießt das Wetter und die freien Tage. Tschüss.